Na dann frag Kies, wie er das hier findet. Also das schenken wir uns. Ich glaube, das war doch kein so guter Vorschlag. Was heißt das denn? Ich denke, es ist einfacher, ihr haltet euch an den Originalplan und brennt durch. Kies! Von mir hatte das nichts. Dann hilf mir wenigstens mal. Das würde ich ja gerne. Nur leider glaube ich, Brandon hat völlig recht. Ja, aber ich will, dass wir richtig formell heiraten. Und zwar in Santa Barbara, wo es alle Leute sehen können. Das ist ja das Problem, Mom. Das will hier keiner sehen. Hier. Hier musst du froh sein, wenn du einen Priester dafür bekommst. Oh, danke. Das ist wirklich sehr aufbauend. Ich will nur, dass du dir nicht zu große Hoffnungen machst. Ich plane meine Hochzeit. Wenn das kein Grund ist, um sich Hoffnungen zu machen, dann weiß ich nicht, was sonst. Oder wollt ihr zwei mir das jetzt vermiesen, hä? Hallo? Hallo, Gina, hier ist Julia. Oh, falls Sie Kies sprechen wollen, der sitzt hier. Nein, ich wollte eigentlich mit Ihnen reden. Worüber denn? Das möchte ich lieber nicht am Telefon besprechen. Könnte ich vielleicht kurz auf einen Sprung vorbeikommen? Sicher. Von mir aus? Danke, ich werde gleich hinkommen. Was will Julia denn jetzt von mir? Seltsam. Ja, gut. Also, da sitzen wir dann. Ich habe gerade bei dir anrufen wollen. Entschuldige bitte, es kam noch was dazwischen. Oh, kein Problem. Für uns geht es heute Abend ja nur um den bedeutendsten Abschluss in der Geschichte der Capwell-Oasis. Keine Angst, Barry Summers wird gar nicht wissen, wie ihm geschieht. Wir dürfen ihn aber nicht unterschätzen. Er ist immerhin der Beste auf seinem Gebiet. Der verkauft sogar Eis an Eskimos. Ja, davon habe ich schon gehört. Sind wir etwa deshalb so nervös? Naja, vielleicht. Auf jeden Fall dürfen wir heute Abend keine Fehler machen. Cassandra, wir werden alle Hände voll zu tun haben, wenn wir Summers and Company dazu bringen wollen, dass sie die Oasis-Klienten übernehmen. Ach, das werden wir beide schon schaffen, oder? Was ist das hier? Die Munition. Ziehen wir in eine Schlacht? Ich finde, dass wir auf alle Eventualitäten vorbereitet sein sollten. Wir rüsten auf. Aber sei ja vorsichtig, das Zeug ist hochexplosiv. Und für alle und hier noch mehr. Was soll denn das? Noch das. Ist das alles, was Sie mir sagen können? Ja, das ist klar. Ich weiß, ich werde darüber nachdenken und rufe Sie wieder an. Danke sehr. Das wird für dich jetzt ziemlich hart, hm? Woher weißt du das? Das fragst du mich? Es ist doch gerade erst... Ja, wieso? Du hast mir doch erzählt, du hättest mit Bobby Schluss gemacht. Ja, richtig, natürlich, das habe ich ja auch. Kelly, was ist mit dir? Ist noch was passiert? Nein, nur sowas hat natürlich Konsequenzen. Hör zu, das war kein einfacher Schritt, aber sicher der richtige. Okay, ich finde, du solltest darüber sprechen, also setz dich. Na komm. Ich weiß nicht, was du willst, denn was sollte ich mit diesem Talisman von Quinn zu tun haben? Oh, eigentlich nichts. Aber Quinn hätte sie nicht mal zu seiner eigenen Beerdigung vergessen. Na, es kam ja vielleicht zu plötzlich für ihn. Wenn du mal wieder jemanden abservieren willst, dann solltest du ihn vorher wenigstens seine Sachen ordnen lassen. Nein, nur hat er immer darauf bestanden, dass dieser Talisman sogar mit ihm begraben wird. Das wird mir keine schlaflosen Nächte bereiten. Oh, das glaube ich gern. Nur, ich finde es wirklich eigenartig, dass sie jetzt auf einmal in deinem Besitz ist. Ich finde es sogar mehr als nur eigenartig. Es ist fast schon mysteriös.
Soll das heißen, du hältst mich für einen Leichenflederer? Nein. Aber ich durchschaue dich, Quinn. Ich kenne deine Tricks. Das war Robert, der in jener Nacht gestorben ist, nicht du. Dir geht es wunderbar, während du die Nummer deines Lebens abziehst. Willkommen, mein Schatz. Gut, dreh dich mal um. Steht hier wunderbar. Denkst du, dass ihn das beeindrucken wird? Aber sicher. Ich müsste mich schon sehr in ihm täuschen. Und den Clou hast du noch gar nicht gesehen. Was sagst du jetzt? So werden Arbeitsessen zum Vergnügen. So wird jeder denken, ich sei der Hauptgang. Das könnte doch hilfreich sein. Und jetzt zum Dessert. Oder findest du das überzogen? Im Gegenteil. Ich finde, du siehst wunderbar darin aus. Oh, wieso tust du das? Wieso kaufst du mir plötzlich diese unglaublich extravaganten Sachen? Wir können für die bevorstehenden Schlachten gar nicht genug Munition haben. Ach so, als Munition. Nicht nur, es versüßt auch die bittere Pille. Schließlich möchte ich, dass du mich überall hin begleitest, auch zu diesen leidigen, aber notwendigen gesellschaftlichen Anlässen. Und das fängt heute an mit einem kleinen Tänzchen für Mr. Summers im Polo Club. Du spielst eine wichtige Rolle. Oder ist das ein Problem? Was soll daran ein Problem sein? Ich weiß doch, dass manche Frauen sich vor einer so großen Verantwortung am liebsten drücken würden. Ich spreche selbstverständlich nicht von dir. Von wem ist denn die Rede? Niemand, den wir kennen. Oh. Tja, ich bin aber nicht wie manche Frauen. Ich bin anders als jede Frau, die du vorher gekannt hast. Und ich garantiere dir viel Spaß, wenn du erst entdeckst, wie anders ich bin. Hallo. Hallo. Da sind Sie ja schon. Nochmals vielen Dank, dass ich herkommen durfte. Keine Ursache. Kommen Sie rein. Dankeschön. Hallo, Brandon. Wie geht's dir? Ganz gut. Und Ihnen? Mir geht es gut. Danke. Ich kann mich auch nicht beklagen, falls es irgendwen interessiert. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich mich gern mit Ihnen allein unterhalten. Komm mit, Kumpel. Wir beide werden inzwischen mal eine Strategie für deine Wahlkampagne festlegen. Um was geht es denn da? Ich kandidiere für den Vorsitz in der Schülervertretung. Ich hoffe doch, Sie unterstützen mich. Ohne Wahlberechtigung wird das schwierig sein. Ich übe ja bloß den Spruch der Kampagne. Klappt schon ziemlich gut, oder? Jetzt fehlt nur noch, dass du Babys küsst. Die meisten auf der Schule haben noch keine eigenen Kinder. Oh. Na, das hoffe ich aber auch. Vergiss die Kampagne und erklär Brandon lieber erstmal das mit den Bienen und so. Das ist überflüssig. Das weiß ich längst alles. Kennen Sie nicht eine gute Militärakademie? Nein, aber vielleicht können Sie ihn ja auf eine Klosterschule geben. So, was wollen wir denn jetzt besprechen? Ich brauche dringend Ihre Hilfe. Meine Hilfe? Genau. Es geht um eine Fernsehsendung mit dem Thema Vergewaltigung. Ach.
Du denkst, das sei ein Spaß, ha? Nein, das ist eher tragisch und bedauernswert, deine verzweifelten Versuche zu beweisen, dass Quinn nicht tot ist. Ach ja? Was für ein Unsinn. Ich weiß ja inzwischen, wer da gestorben ist. Ich finde, du gehörst allmählich in ärztliche Behandlung. Muss ja sehr stressig gewesen sein. Es war wohl ein bisschen zu viel für dich. Ich bin es nicht, der hier vorgibt, jemand anderes zu sein. Aber eigentlich dürfte deine Reaktion mich nicht überraschen. Von mir hast du gelernt, dich wie Robert Barr zu verhalten. Ich hatte nur keine Ahnung, wie gut du deine Lektion gelernt hast. Und der Talisman verrät dir alles, ja? Das ist doch lediglich das letzte Detail. Denn ich habe mir gleich gedacht, dass Quinns Tod wieder bloß Teil der Show war. Doch jetzt bin ich sicher. Hör zu, Quinn ist tot. Damit ist der Plan, dass mein Bruder meinen Platz bei Kelly einnimmt, auch endgültig hinfällig geworden. Und Timmons hat auch keine Verwendung für dich. Denn welchen Dienst kannst du ihm schon noch erweisen? Also weißt du nicht weiter, willst aber immer noch mitspielen. Und jetzt kommst du mit dieser lächerlichen Geschichte, um womöglich ein bisschen Zeit rauszuschlagen, bis dir wieder was Besseres eingefallen ist. Oh, was du hier im Moment abziehst, ist eine Glanzleistung. Kaum zu fassen, dass du allein darauf gekommen bist. Quinn, und beinahe hätte es sogar geklappt, wäre da nicht dieser kleine verräterische Talisman, hm? Hör zu. Quinn hat eine Weile hier gewohnt, oder nicht? Möglicherweise hat er sie hier liegen lassen. Ja, möglich wär's. Aber bitte, wenn er dir nichts bedeutet, dann macht es dir doch sicher nichts, wenn ich ihn als Andenken behalte. Natürlich nicht. Wenn das alles gewesen ist, würdest du jetzt bitte abhauen? Ich bin noch längst nicht mit dir fertig. Quinn, es macht nichts, wenn du jetzt mit neuen Karten spielst. Dafür verdienst du sogar Applaus. Aber dass du mich jetzt raushalten willst, ist einfach unentschuldbar. Muss ich etwa erst die Polizei rufen und dich wegen Hausfriedensbruch anzeigen? Das tust du ja doch nicht. Du traust dich nicht. Du weißt ja, was ich denen erzähle. Und zwar erzähle ich ihnen erstmal von der schönen Narbe auf deinem Rücken. Dem einzigen Merkmal, an dem man euch sicher unterscheiden kann, stimmt's? Du willst mich rauswerfen? Dann ziehe dich nicht und zeig mir die Narbe. Es war nicht bloß die Narbe, der Bralanten so fasziniert hat. Nur dabei ist sie auch nicht weitergekommen als du jetzt. Du bist es, Quinn. Nein. Und was du bist, das muss ich dir ja wohl nicht sagen. Und jetzt raus hier! Betritt dieses Boot nie wieder. Ich rate dir, verschwinde aus dieser Stadt. Du hast hier nichts verloren. Ist das klar genug? Also mach, dass du wegkommst! Craig, sag mir doch bitte, was ich machen soll. Könntest du vielleicht ein bisschen genauer sein? Ich finde, ich verhalte mich total unehrlich. So. Ja, schon seit Robert zurückgekommen ist. Als ich endlich das Gefühl hatte, alles sei klar und ich wüsste genau, was ich wollte, diesmal ganz sicher, da lag ich wieder falsch. Kelly, du bist doch die Einzige, die ehrlich gewesen ist. Alle anderen hatten nur ihre eigenen Ziele und du leidest jetzt darunter. Nein, das stimmt so nicht. Ich war ebenso unfair. Und zwar zu dir und Robert. Ich will ihm ja nicht wehtun, aber ich kann mir nicht helfen. Er sitzt da vor mir und ich will ihm zuhören und höre seine Stimme. Und ich weiß, er meint es wirklich ernst. Aber ich denke dauernd, sein Bruder sitzt vor mir. Gibt Bobby dir die Schuld dafür? Nein. Nein, er ist fair wie immer. Aber natürlich möchte er auch eine Chance haben und die verdient er ja auch. Aber ich kann sie ihm nicht geben. Ich finde das fürchterlich von mir, denn er ist durch die Hölle gegangen, um zu mir zurückzukommen, während Quinn mich nur gequält hat. Aber ich denke nur an ihn. Er ist der Vater deines Kindes. Ich habe ihn einfach, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, trotz allem geliebt. Und tust es noch? Ich will es gar nicht. Eigentlich sollte ich ihn hassen, aber... Und nach all dem, was Robert durchgemacht hat, darf ich ihm erst recht nichts vorspielen. Das merkt er sofort. Robert kennt mich doch viel zu gut. Also habe ich das einzig Richtige getan und ihm gesagt, dass ich ihn nicht mehr treffen möchte. Woher wissen die denn schon, dass ich bei dem Blues rausgeflogen bin?
Die ist noch von heute. Die schreiben bis morgen noch viel mehr. Mason Capworth. Er macht doch ernst. Darauf musste ich gefasst sein. Ach, Dish. Was soll ich dazu sagen? Ich meine, jeder weiß, dass ich nicht gerade ein Freund dieser Umweltschützer bin, aber dass dir jetzt sowas passiert. Ich weiß, wie wichtig dir diese Arbeit ist. Wie sehen deine Pläne für die Zukunft aus? Woher soll ich das wissen? Ich hatte noch gar keine Zeit, mir irgendwas zu überlegen. Ich hatte natürlich angenommen, nach der Verhandlung mache ich weiter, wo ich aufgehört habe. Vor allem mit der Arbeit bei den Blues. Na, ich brauche dir ja wohl nicht zu sagen. Du kannst natürlich jederzeit bei mir in der Firma... Danke, danke. Nein, Dad. Ich wäre dafür, glaube ich, wenig geeignet. Und eigentlich weiß ich ja auch, was ich tun will. Ich bin ziemlich gut darin. Nur zählt das im Moment wohl nicht mehr. Jetzt bin ich plötzlich ein Monster. Ja. Vielleicht sollte ich Eintrittskarten verkaufen. Kommen Sie, kommen Sie. Hier sehen Sie einen Vergewaltiger, der auf freiem Fuß lebt. Für den Richter war er unschuldig, aber ist darauf auch Verlass? Ach, Dash, die Leute werden sich auch wieder beruhigen. Dein Fall ist schon bald der Schnee von vorgestern. Ich fühle mich aber jetzt schon so, als hätten mich die meisten längst abgeschrieben. Mir ist klar, dass ich wahrscheinlich der letzte Mensch bin, von dem Sie erwartet hätten, dass er Sie je um Ihre Hilfe bittet. Aber ich weiß, dass Keith nur Ihretwegen diesen Fall vor Gericht gebracht hat. Ohne Ihren Einfluss wäre die Sache nie vor Gericht gegangen. Und nach dem, was passiert ist, wäre das so schlimm gewesen? Es war trotzdem mit Sicherheit richtig. Gina, das war wie ein Aufruf an alle Opfer von Vergewaltigungen, dass sie ja nie aufgeben sollen. An Frauen wie Sie. Das, was mir passiert ist, soll nicht weiteren Angst machen und deswegen brauchen wir Sie dringend. Eden moderiert eine Fernsehsendung über Vergewaltigung. Ich habe zwar keine offizielle Funktion, aber ich halte es für sehr wichtig, dass Frauen wie wir daran beteiligt sind. Es wäre schön, wenn Sie mich dahin begleiten. Woher wissen Sie von meiner Vergewaltigung? Mason hat's mir gesagt. Die Fernsehsendung soll erörtern, wie steht man als Opfer so etwas überhaupt durch. Ich weiß nicht, Julia. In der Öffentlichkeit möchte ich eigentlich lieber nicht darüber reden. Das verstehe ich sehr gut. Das geht doch allen so. Nur nicht darüber reden, weil alle fürchten, dass sie diese Demütigung nochmal durchmachen müssen. Naja, so ist es doch auch. Ich fand die öffentliche Verhandlung vor allen Leuten auch unendlich demütigend und konnte mich nicht dagegen wehren. Und ich bin sicher, dass sie es damals genauso empfunden haben. Aber vielleicht können wir anderen Frauen helfen, es besser durchzustehen als wir. Werden Sie uns helfen? Ich träume immer noch von dem, was passiert ist. Ich konnte niemandem ins Gesicht sehen, weil ich von allen dachte, sie wüssten Bescheid. Ich dachte, es wäre meine Schuld. Wir können das nur überwinden, Gina, wenn wir es direkt angehen. Werden Sie dabei sein? Ich denke, ja. Das ist schon seltsam. Wir stehen zum ersten Mal auf derselben Seite. Kaum zu fassen, oder? Was denn? Dass ich mich für etwas Sinnvolles einsetze oder dass Sie mich hierfür um Hilfe bitten? Beides. Naja, es wird schon gehen. Und Sie sagen mir noch, wann und wohin ich kommen soll, ja? Ja, mache ich. Ich spreche mit Eden und rufe sie dann an. Vielen Dank, Gina. Ja, Chad, hier ist Robert Barr. Hören Sie. Also, was ist rausgekommen bei dem El Camino-Geschäft? Schon abgeschlossen? Die können wohl nicht warten, hm? Nein, danke. Ich lass mir was ein. Ja, gute Nacht.
Hans Verbindungen zum Tonnell-Syndikat nachgewiesen. Auch gut. Ich bin sicher, Craigs neue Partner kennen das nicht. Und werden mit Interesse lesen wollen, wer er ist. Und wie hat es Bobby aufgenommen? Ich war nicht lange genug da, um das rauszufinden. Hm. Der gibt nicht auf. Nein, ich denke, ich war deutlich genug. Er wird mich richtig verstanden haben. Wahrscheinlich gibt es nur einen Weg, damit er es endlich kapiert. Und welchen? Naja, zeig dich einfach mit einem anderen Mann. Und zwar mit jemandem, den er ernst nehmen muss. An wen denkst du zum Beispiel, Craig? Nein, so spontan weiß ich niemanden. Aber wenn ich nachdenke, könnte ich sicher jemanden finden. Oder die Schlechten aussortieren. Wer bleibt da wohl übrig? Oh, ich will dir nicht vorgreifen. Nein, das kannst du auch nicht. Das also ist der Dank für meine wunderbare Strategie zur Verringerung deines seelischen Übergepäcks, ha? Huh? Dabei hast du nur etwas vergessen. Das geht leicht als Handgepäck durch die Kontrolle. Weißt du, das verstaust du einfach unter dem Sitz und wenn du es mal brauchst, ist es da. Ich denke, dass ich meine nächste Reise noch etwas verschieben sollte. Ein paar Dinge sollte ich vorher noch regeln. Womit fängst du an? Jetzt sollte ich nach Hause gehen und noch mal mit Robert reden. Danke für das Dessert. Keine Ursache, bitte. Die Strategie ist gratis, okay? Aber das Handgepäck kostet was. Zumindest ein Lächeln. Craig, ich verreise lieber ohne Gepäck. Oh, dabei läuft man Gefahr, dass man leicht etwas vergisst, das man dann vermisst. Das weiß ich sehr gut. Die wichtigen Dinge vergesse ich oft. Gute Nacht. Gute Nacht. Niemand gibt dir die Schuld, Jeremy. Ich bin überzeugt davon, dass du alles versucht hast. Ich weiß nicht, was ich machen werde. Ja, genau. Alles klar, danke. Bis dann. Also, Jeremy weiß auch nicht mehr, als wir schon gelesen haben. Ich wüsste ja zu gern, womit Mason diesen Morgen geködert hat. Doch es war mit Sicherheit nicht schwer, ihn zu überreden, mich endgültig abzulösen. Tja, das lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Jetzt schließ nicht vorschnell alle Möglichkeiten aus, in Zukunft wieder in dem Verein zu arbeiten. Das mache ich ja nicht. Die haben mich entlassen. Na ja, und? Dann vergiss es. Du findest immer was. Ein so talentierter junger Mann wie du, der findet bestimmt bald was Neues. Wir sehen uns, Dad. Verlass dich drauf. Und vor allem dieses Mal verlieren wir uns nicht aus den Augen. Und wieso stehst du dann so plötzlich auf? Wenn du willst, setze ich mich wieder hin. Nein, es ist schon gut. Du hast genug getan. Deine Unterstützung hat mir viel bedeutet. Ich weiß, wie schwer es für dich war, im Gericht all diese Lügen über deinen Sohn. Ich habe mir ständig gesagt, die reden gar nicht über meinen Sohn, sondern über einen anderen. Und das war richtig. Wir haben Recht bekommen. Du bist frei. Nur hat weder der Richter noch die Jury gesagt, was ich jetzt machen soll. Guten Abend. Guten Abend. Nur das fertig zu schlagen. Danke sehr. John. Miss Wainwright. Ich bin wegen eines Klienten hier, der sich offensichtlich verspätet. Ich will schnell etwas Puder auflegen. Ich bin gleich wieder zurück. Ich richte es aus. Danke. Entschuldigung.
zu klein manchmal. Hören Sie, Julia, ich hoffe, Sie geben mir keine Schuld für das, was zwischen Ihnen und Mason passiert ist. Wie kommen Sie bloß auf sowas, Cassandra? Ich halte Sie nicht im Entferntesten verantwortlich für irgendetwas, das Mason und mich betrifft, falls Sie das beruhigen sollte. Ach, tun Sie nicht. Wieso behandeln Sie mich dann wie Dreck? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist wegen Ihrer bedauerlichen Plumpheit. Sie wollen jetzt hier wohl auftrumpfen, oder? Sie haben zwar, was Sie wollten, doch Sie können Ihren Triumph leider nicht für sich behalten. Na, wieso sollte ich so etwas tun? Sagen Sie es mir. Ist es bloß, weil Sie nachtragend sind und gemein? Oder einfach bloß Unsicherheit? Cassandra, entweder man hat eine gewisse Klasse oder auch nicht. Und deswegen werden Sie manche Positionen in der Gesellschaft niemals erreichen. Na, wenigstens kenne ich mehrere Positionen, meine Liebe. Oh ja. Und ich bin sicher, Sie wissen auch, wie man sie dann behält. Ja, das können Sie glauben, Julia. Und nicht nur das. Das ist noch zu wenig. Ich habe ja Fantasie. Und nicht nur im Bett ist es hervorragend. Er kann jetzt zu sich kommen und neue Energie schöpfen, nachdem Sie ihn schon beinahe fertig gemacht hatten. Denn Sie haben ja immer bloß gejammert und rumgemäkelt an ihm und seinen Geschäften und Ambitionen. Nun, ich denke, was Sie nicht akzeptieren konnten, war, dass er außer Ihnen auch noch andere Interessen hatte. Sie wollten ihn vollkommen abhängig machen, nur das klappte nicht. Und anstatt ihn zu unterstützen, haben Sie ihn fast erstickt. Ganz recht. Ich war nicht der Grund für den Bruch mit Mason, Julia. Der hat längst vor mir stattgefunden. Wenn wir beide dafür einen wichtigen Grund erfinden, dann kannst du Mom auch überzeugen, dich gleich zu heiraten. Ja, zum Beispiel? Keine Ahnung. Es müsste einfach sein, aber auch ein Tick Wahrheit enthalten. Ein Tick Wahrheit auch noch. Zum Beispiel, als du auf der Flucht warst. Da ist ein Mädchen schwanger geworden. Und die hat zwei furchtbar gefährliche Brüder. Sowas wie die Hells Angels. Die wollen dich zwingen, die Schwester zu heiraten. Oder sie wollen die mit ihren Messern... Alles schon gut, ich kenne das Ende. Und du sagst, Mom, nur wenn du eine Frau hast, lassen sie dich laufen. Das halte ich jetzt doch für etwas zu weit hergeholt. Du bist doch für solche blöden Situationen bekannt. Ja, das musst du mir nicht sagen. Das ist der einzige Weg, damit Mom die Idee von einer Riesenparty fallen lässt. Ich weiß, dass sie das nie freiwillig tut. Und ich will nicht, dass Mom enttäuscht ist. Das will ich auch nicht, Brandon. Aber du kennst deine Mom. Wenn die sich etwas in den Kopf gesetzt hat... Kannst du denn nicht irgendwas tun? Ich könnte Gina höchstens noch entführen und zum Jawort zwingen. Sonst nichts weiter. Ich habe Riesenangst, dass deine Mom wieder mal irgendeine verrückte Show abzieht und die ganze Stadt lacht uns aus. Das würde mir nach dieser Nichols-Verhandlung jetzt gerade noch fehlen. Nein, Brandon, ich denke, wir werden das schon durchstehen. Und ich hoffe bloß, deine Mom passt auch gut auf. Nee. Wow. Völlig umsonst, diese Lektion über die Bienen. Du gehörst ja an die Leine. Hey, ich bin alt genug zu gucken. Hey, das ist wie die Sonne rum, Heo. Du wirst blind. Bloß ein Auge. Guten Abend. Bisher war er ganz gut. Oh, Craig, welch eine Freude, Sie zu sehen. Was wollen Sie, Flame? Ein Drink wäre nicht schlecht. Bestellen Sie doch einfach einen. Sie sind ja so charmant. Was hatten Sie erwartet? Kleine Gags vielleicht? Oder ein paar flotte Sprüche oder womöglich schmutzige Witze. Sie könnten zumindest ein wenig dankbarer sein, denn immerhin habe ich geholfen, Kellys Leben zu retten, genau wie das ihrer Schwester. Das haben Sie wohl inzwischen vergessen. Oh nee, woran wird das wohl liegen? Das muss damit zu tun haben, dass die beiden ohne Sie überhaupt nie in Gefahr gewesen wären. So ist das nicht passiert. Wenn Sie mir einmal zuhören könnten, warum fahren Sie nicht mal nach Tibet? Vielleicht hört man Ihnen dazu, aber hier glaubt Ihnen niemand mehr Ihre Lügen. Es ist Zeit abzuhauen, Schätzchen. Ach, nein, noch nicht. Ich möchte gern noch etwas hierbleiben.
Ah ja, wie kommt das? Hat Ihr Freund ein Vermögen zu vererben? Gut, dann zahlen Sie den auch. Nein. Quinn hat mir schon etwas mehr hinterlassen. Sie denken wohl, Sie wüssten alles, was es über mich und Mason zu wissen gibt. Ich denke, ich weiß, wo Sie falsch lagen. Sehen Sie? Sie wissen überhaupt nichts. Was denken Sie, unterscheidet uns am meisten? Ich bin die Gegenwart und Sie Geschichte? Nein. Sehen Sie, ich kenne ihn einfach besser. Sie wollen ihn unter Ihrer Kontrolle haben. Nur leider gibt es niemanden auf dieser Welt, der Mason nach seiner Pfeife tanzen lassen kann. Nicht mal sein eigener Vater. Und jemand, der ihn liebt, versucht das gar nicht erst. Aber das werden Sie nie verstehen. Denn Sie interessiert ja bloß, was Ihnen das Leben mit Mason einmal bringen könnte. Also, was es mir bisher gibt, ist unendliches Vergnügen. Und ich denke, dass ihm das auch gefallen wird. Und das verwirrt den armen Mann, weil er so etwas ganz offensichtlich nicht gewohnt ist. Ganz gleich, wie tief er jemals gesunken ist. Und egal, wie hoch er dann wieder geflogen ist. Ich war fast immer an seiner Seite. Und all das kann ihm niemand ersetzen. Wir werden ja sehen. Warten wir es ab. Cassie. Mason wird ihrer sehr schnell überdrüssig sein. Und zwar noch, ehe sie sich an ihn gewöhnt haben. Sie werden sich fragen, wie das passieren konnte. Wo es doch scheinbar die beste Zeit ihres Lebens war. Und das vielleicht Traurigste ist, so wie sie jetzt leben, stimmt es wahrscheinlich sogar. Und vergiss nicht, was ich gesagt habe. Okay. Und wie war eure Strategiesitzung? Habt ihr einen Weg gefunden, wie ihr die Wähler einwickelt? Klar haben wir. Hör zu, Kumpel. Wolltest du nicht eigentlich deine Rede nochmal überarbeiten? Okay. Freunde, hört zu. Und sprecht mir nach. Nie mehr nachsitzen. Ich hoffe, er lernt von dir nicht bloß lauter schräge Tricks. Du solltest mich eigentlich besser kennen. Außer natürlich, er interessiert sich für die richtige, ernste Politik. Also, was wollte meine Ex-Mandantin von dir? Eigentlich nichts Besonderes. Was, nichts Besonderes? Also hör mal. Julia Wainwright macht dir höchstpersönlich einen Besuch und dann noch wegen nichts Besonderem? Das ist doch sehr erstaunlich. Na, wenigstens ist ja das Zimmer heil geblieben. Oder hat dir vielleicht jemand beim Aufräumen geholfen? Keith, wir hatten eine absolut zivilisierte Unterhaltung. Aha, worüber denn? Du willst das unbedingt wissen, hä? Sie hat mich gebeten, in einer Sendung aufzutreten, die von Eden moderiert wird. Oh, welcher Abschnitt deines Lebens erscheint den Damen denn auf einmal so interessant fürs Fernsehen zu sein? Das Thema ist Vergewaltigung. Ich nehme an einer Diskussion teil mit Julia und anderen Frauen, die alle mal Opfer einer Vergewaltigung waren. Und ich werde darüber sprechen, was mir passiert ist, als ich 13 war. Keith, bitte reg dich nicht auf. Ich mache das bloß, um damit anderen eventuell zu helfen. Sehr respektabel. Was? Ich finde die Idee sehr gut. Wirklich? Und ich bin stolz auf dich, dass du dazu gesagt hast, denn das wird sicher nicht ganz einfach für dich. Und du hast keine Einwände? Was denn für Einwände? Ich hatte Angst, dass du... Naja, es ist ja nicht gerade das, was einer gern von seiner zukünftigen Frau im Fernsehen hört. Wie kannst du eigentlich nur annehmen, ich sei so unsensibel? Dass ich mich dagegen sträube, wenn du etwas tust, das womöglich vielen anderen Opfern helfen kann. Naja, ganz so sicher war ich mir nicht. Das trifft mich. Ich weiß zwar, ich bin nicht berühmt für meine Progressivität, aber ich weiß doch noch immer, was wichtig ist. Und Vergewaltigung ist nun mal ein wichtiges Problem. Und ich glaube, zu dessen Lösung kannst du mit dem Auftritt sicher ein wenig beitragen. Und wenn es für uns persönlich auch noch so unangenehm ist, du meine Güte, mach es. Ja, und weiter? Tja, nichts weiter. Ich meine es ernst. Wo ist der Haken? Komm schon, Keith, sag es mir. Und was ist da für dich drin? Na,
wo du es ansprichst. Ich dachte mir nur, es könnte ganz hilfreich sein, wenn du im Rahmen der Sendung auch meinen Namen mal fallen lässt. Na, sieh einer an, das habe ich doch geahnt. Du weißt doch, Nickels Freispruch hat meinem Ruf als Staatsanwalt mehr als geschadet. Besonders nach diesem katastrophalen Versuch, einen Capwell für den Armitage-Mord verantwortlich zu machen. Also wenn du unter Umständen während der Sendung andeuten würdest, wie sehr auch dem Bezirksstaatsanwalt die Strafverfolgung von Vergewaltigern am Herzen liegt, dann... Weißt du, ich finde es ekelerregend. Ich hätte wissen sollen, dass du so etwas nur unterstützt, wenn du Vorteile für dich siehst. Vorteile? Meine Karriere steht doch jetzt wegen dieser beiden dummen Prozesse auf dem Spiel. Wenn du Opfern helfen willst, dann sieh doch einfach mich an. Ich wünschte, ich hätte mich nie überreden lassen, diesen verdammten Vergewaltigungsfall zur Anklage zu bringen. Vergessen Sie getrost die Vorstellung, dass man vorher wissen kann, was in einem Gerichtsprozess geschieht. Und hätten wir die besten Argumente, es ist nie sicher. Einigen sieht man ihre Schuld an und sie kommen frei wieder raus. Was ist mit der Gerechtigkeit? Sie wollen Gerechtigkeit, Mr. Powers? Dann schlage ich vor, dass Sie mit den Zahlungen für den Kindesunterhalt an Ihre Frau sofort anfangen. Wenn Sie mehr rausholen wollen, tut es mir leid. Das liegt in den Händen der Götter. Aber eins wird Sie vielleicht trösten. Ach ja? Was denn? Dieser fiese Trick, den Sie gegen Ihre Frau abziehen wollen, ist zwar unmoralisch, doch das ist irrelevant. Also Kopf hoch, Mr. Powers. Sogar Jack the Ripper könnte heutzutage freigesprochen werden. Mr. Summers, Capwell Oasis ist so konzipiert, dass es alle Anlagen seiner Art in den Schatten stellt. Natürlich werden wir Hilfe brauchen, damit die Welt davon erfährt. Und Summers & Company ist immerhin die mächtigste Werbefirma der Welt. Das klingt doch nach mehr als einer vielversprechenden Geschäftsverbindung, finden Sie nicht auch? Anfangs stellen wir eine Barauslage zur Verfügung, ausreichend ausgestattet für den Start einer massiven Medienkampagne. Ebenso die nötigen Rücklagen, damit sie weiterlaufen kann. Wir zielen generell auf den Weltmarkt. Und wir garantieren Ihnen selbstverständlich Kooperation in jeder Hinsicht. Ich sehe hier die Basis für eine profitable Partnerschaft. Sie nicht auch? Ja, das wäre immerhin möglich. Wäre da nicht noch die Tatsache, dass wir hier einen gewissen Interessenskonflikt sehen? Sehen Sie, wir betreuen bisher unter anderem die La Playa-Anlagen. La Playa? Auch wunderschön. Ein wunderschönes Projekt, doch keine Konkurrenz für die Oase. Obwohl ich keine Ahnung habe, was die La Playa für ihre Dienste in Rechnung stellen, bin ich gewillt, das Doppelte zu zahlen. Was sagen Sie dazu? Tut mir leid, Mr. Powers. Ich werde Sie nicht länger beraten. Ich kann weder Sie noch Ihren Fall leiden und bin mir als Anwältin zu schade dafür. Wenigstens sind Sie ehrlich. Alles andere hätte auch keinen Zweck. Ich kann Ihnen nur raten, gehen Sie zu einem meiner Kollegen. Sie finden mit Sicherheit einen Anwalt, der Sie ohne moralische Bedenken gegen Ihre Ex-Frau vertreten wird. Ich bin die Falsche dafür. Ich danke Ihnen vielmals, Mr. Summers. Wir Gute Nacht. Bleiben in Verbindung. Gute Nacht. Gewonnen. Nein. Ich möchte ihn nur auf den Arm nehmen. Er ist nicht von dir. Hörst du, Robert? Dieses Baby gehört mir allein. Lass uns endlich zufrieden, mich und mein Baby. Robert, hörst du, ich will das nicht. Lass uns zufrieden. Was für ein Abend. Sind wir gut oder nicht? Wir sind die Besten. Keiner kann uns widerstehen. Oh, jetzt kann uns keiner mehr aufhalten. Oh, hast du Summers Gesicht gesehen? Dem trat schon fast Schaum vor den Mund, nur bei dem bloßen Gedanken an unser Geschäft. Ich bin eigentlich sicher, er dachte dabei mehr an seine wirklich außergewöhnlichen Gewinne. Oh, na, du hast den Preis ja auch einfach verdoppelt. Und ich würde es unzögern wieder machen, denn im Endeffekt können wir dabei nur gewinnen. Wovon ich ausgehe. Wir haben es geschafft, endlich geschafft. Oh, Summers & Company schaffen es und machen die Capwell-Oase weltberühmt. Oh, schon sehr bald wird man uns überall nach. Oh, Mist.
Jason, du warst heute Abend einfach großartig. Nein, das haben wir zusammen. Oh, wir sind so gut zusammen. Wir passen zusammen. Und das ist ja erst der Anfang. Nur dürfen wir nicht den Kopf verlieren. Wir dürfen jetzt nicht durchdrehen. Wir müssen darauf achten, dass uns keine Außenstehenden irgendwie dazwischen kommen. Wir beobachten jede Bewegung. Das ist deine Aufgabe. Ich will, dass du ein Auge darauf hast. Persönlich. Und zwar höchstpersönlich. Dr. Jameson? Hallo, hier ist Kelly Capwell. Tut mir leid, dass ich so spät noch anrufe. Aber ich konnte nicht schlafen und es ist sehr wichtig. Es geht um das Baby, die Schwangerschaft. Soweit gut, ja. Dr. Jameson? Ich habe mich jetzt entschieden. Ich will eine Abtreibung. Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.